habe hier im Illustrator ein Schwert nachgezeichnet. Wenn ich die Pfade aktiviere, sehen Sie das. Und Sie sehen auch, dass ich hier zwei Fehler habe. Hier geht es nicht zusammen und hier habe ich einen überlappenden Pfad. Bis anhin war das auch sehr schwierig und jetzt kommt ein ganz cooles neues Werkzeug. Es ist ein bisschen versteckt. Es ist hier unter dem Buntstiftwerkzeug ganz zu unterst das Zusammenfügen-Werkzeug. Und ich kann das mal zeigen. Ich fahre jetzt einfach über diesen Pfad und dann ist er schon korrigiert. Und ich aktiviere das Ganze nochmals und sage, hier möchte ich noch durch. Und dann ist das wie von Zauberhand einfach korrigiert. Ein ganz cooles Werkzeug, ebenfalls in der aktuellen Version integriert, also Illustrator CC 2014-1. Hier nochmals das Werkzeug, das neue Zusammenfügen-Werkzeug.